Recht herzlich willkommen zur 70. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, wir haben die Rettungsaktion noch zu Gange. Ich habe jetzt aber längere Zeit nicht aufgenommen, da ich Urlaub hatte. Jetzt muss ich mich da wieder reinfuchsen. Habe die letzte Folge noch angeguckt, aber will hoffen, dass ich das alles so hinkriege. Ich glaube, hier unten ist unsere Kapsel, ne? Das ist hier Marthas Kapsel und das ist meine Kapsel. Und die müssen wir jetzt irgendwie aussuchen. Rescue, da ist er auch. Okay. Dann gehen wir da mal rein. Der Dralo hatte viele Sachen geschrieben, was ich falsch gemacht habe. Retro und vor allem hier der Navball, der steht auf Target, der muss auf Orbit stehen. Ist hier einmal reinzuklicken, dann ist wieder Orbit und schon siehe da. Ist alles das, was ich wahrscheinlich brauche. Gut. Ja, Solarzellen sind in der Sonne, das ist schon mal gut. Ich bin aber irgendwie anders ausgerichtet. So sollte es eigentlich gar nicht sein, aber ist jetzt auch nicht so wild. Wir gucken mal auf die Karte. Jetzt ist hier das Wichtige, dass wir hier die Annäherung aneinander näher kriegen. Ich glaube, das war da. Und da? Ich weiß es nicht. Für mich ist das so ein kleines böhmisches Dorf. Aber ich glaube, dieser rote ist der Austritt und der orange, den man jetzt hier gerade schlecht sieht, ist der Eintritt. Und in diesem Bereich sind wir dann am nächsten, glaube ich, zu der Kapsel. Und das müssen wir jetzt irgendwie näher zusammenkriegen. Wir sind da auf der Seite und wir müssen das hier geregelt kriegen. Aber ich werde jetzt mal ein Manöver ausprobieren und gucken, wie ich das hinkriege. Das soll ich zwischen diesen beiden Marken setzen, hat man mir gesagt. So, da würde es falsch rum sein, also muss es hier so rum sein. So, ich breche das mal ab, weil ich glaube, das ist schon falsch. So, nochmal Add Manöver. Weil das blinkt jetzt immer so schön hin und her zwischen Orange und zwischen, sag schon, Rot. Ist das so rum zu tun? Gut. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Ich verschiebe das einfach mal so. Ist das Manöver da dann zu machen und ich bin dann hier nahe dran? Könnte sein, oder? Ich will hoffen, dass das das ist, was man dann machen muss, aber wissen tue ich das auch nicht. Navball mal hoch. Ich müsste dann Richtung blaue Markierung, die dort ist, müsste mein Raumschiff so ausrichten. Und glaube, so passt es schon. Und wenn das dann so ist, dann muss ich da brennen, so ausgerichtet. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich da ein Manöver hinkriege, ne? Warp to next Manöver. Gucken wir, dass wir das hinkriegen. Die Markierung bleibt stehen, das ist gut. Und dann müssen wir einmal dieses runter machen. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich die Beschleunigung drin habe oder nicht. Aber ich bin auf jeden Fall nicht mehr in dem blauen Bereich drin, ne? Ja. Shit, jetzt ist falsch. So. Sekunden laufen. Ist jetzt auch nicht so wild. Ich werde das gucken. 43 Meter die Sekunde sind nicht viel. Schauen, wie wir das hinkriegen. Sekunden. Ich mache mal hier auf doppelte Geschwindigkeit gerade. Die schneller runterläuft. So, dann sind wir in einem Bereich, der jetzt geht. Und ich will hoffen, dass ich das hinkriege. So, mach mal. Und stopp. Passt. So, was haben wir jetzt erreicht? Ich weiß es nicht. Martha. Nee, das war jetzt falsch. Ich muss so gucken.
Wir sind jetzt relativ nah dran. Ist das in der nächsten Runde das, der Zeitpunkt, an dem ich hier dazwischen auf sie treffe? Ich weiß nicht. Das ist Martha, das bin ich. Ist Martha aber schon vor mir, oder? Distanz wird weniger. Ja, das ist jetzt der Punkt, wo ich jetzt gar nichts weiß, sozusagen, ne? Warte, wir können auf jeden Fall die Marke wegmachen, die wir irgendwo gesetzt hatten. Da ist sie. Die kann weg. Weil die brauchen wir jetzt nicht. Wir nähern uns der Geschichte. Ich will hoffen, dass wir bei der nächsten Runde uns dann so genähert haben, dass wir auf sie treffen, beziehungsweise dass wir die Distanz verkleinern können. Die Distanz ist natürlich nicht mehr viel mit 8.900 und noch was. Wird jetzt auch weniger, ne? Ich würde jetzt mal sagen, wir machen mal gerade ein bisschen schneller. 9.300. Wird das jetzt mehr? Ne, es wird eigentlich weniger. Ne, es wird mehr, weil die Distanz hier größer wird, alles klar. Würde ich jetzt sagen. Wir fliegen jetzt wahrscheinlich an ihr vorbei. Jetzt wird es aber dann irgendwo gleich wieder weniger werden. Ja. Ne, die ist weiter voraus. Da habe ich jetzt die Kontrolle verloren in dem Sinne, glaube ich. Weil das ist ja nur viel weiter. Das bedeutet, ich muss hier definitiv verkürzen. Er ist ja auch riesengroß geworden, ne? Ist die Frage, wann diese da, ne? War wohl ein Fehler, was ich da gemacht habe gerade. Ja. Jetzt bin ich hier, bin leider schon an dem Punkt vorbei. Ist jetzt aber auch nicht schlimm, sag ich mal. Set as Target. Ne, das wollte ich nicht als Target. Das wollte ich als Target mal gerade haben. Was haben wir jetzt angeklickt? Set as Target. Die. Ne, die muss ich als Target nehmen. So. So, und dann muss ich hier hin. Ja, dann machen wir mal Add Manöver. So. Und ich glaube, ich muss kleiner werden. Wie Martha, damit ich da vorbeifliegen kann, oder? Irgendwie wird das jetzt gerade nicht kleiner wie Marthas Bahn. Wieder sehr eigenartig, ne? So. Ne, dann lande ich ja schon. Urban Periapsis war da gerade angezeigt. 76. Wie viel ist die andere? 152, die ist jetzt 78. Wie hoch fliegt Martha denn hier rum? 86. Das bedeutet, ich muss schon relativ darunter gehen. Damit ich wieder aufholen kann, ne? Ja.
Warp von Next Manöver. Und da müssen wir schnell ausrichten noch. Ich glaube, so ist passend, ne? Ja, und dann müssen wir wieder Schub da geben. Und dann erst wieder kleiner werden. Ich hoffe, jetzt wird es dann besser. Zup. So, wie ist unser neuer Bahn dann? 80. Wollten aber 76. So machen wir das jetzt erst und fertig. So, Manöver hier kann weg. Ja, und dann müssen wir gucken, dass wir wieder aufholen, ne? Da sind wir, da ist Martha. Ich glaube, das gestaltet sich jetzt nicht gerade so gut, ne? View and Tracking Station? Ne, das will ich nicht. Kann man das nicht? Hatte man mir doch gesagt, dass ich das anklicken kann und dann bleibt das stehen, ne? Oder? Na, irgendwie wohl nicht. Machen wir mal normale Geschwindigkeit hier jetzt gerade einmal. Das ist Marthas Bahn. Meine Bahn. Martha hat hier nur 80.000. Na super. Wir haben da 82. Dann sind wir hier wieder schneller wie Martha. Dann nützt das nichts. Dann müssen wir da auch nochmal dran arbeiten, dass wir da erstmal kleiner werden, ne? Ja. ...75 passt, können wir gleich so lassen. Einmal ausrichten. Passt. Und dann würde ich sagen, Warp to Next Manöver. Jetzt muss ich gleich nochmal ausrichten, genauer. Andersrum, runter müssen wir. Da steht wieder Surface, super. Target ist auch falsch, Orbit ist richtig. Ich glaube, so passt's. Und das ist nicht viel, dass ich da runterbrennen muss. So, haben wir. Und los geht's. So, da gucke ich lieber nochmal nach. 76, 75 und 76, 75. Mehr geht nicht, glaube ich. Der bleibt auf 76 und der ist jetzt schon runtergegangen. Na, können wir so lassen. So, jetzt haben wir Aufholgeschwindigkeit, würde ich sagen. Glaube ich jedenfalls. So, Martha ist jetzt auf jeden Fall annäherungsmäßig unterwegs. So, lassen wir mal ein bisschen laufen. Eine Runde wenigstens. Geht das noch schneller? Nee, ne? Nee. So, das sind jetzt 260. Da geht schon mal was runter.
145. Okay, da sind wir auf dem richtigen Weg, denke ich erstmal, dass wir wieder näher rankommen an die junge Frau. Oder ich weiß nicht, wie alt sie ist. Aber das müsste so jetzt klappen, würde ich sagen. So, dann weiß ich nicht genau, wie ich weitergehen. Intersect 1 und 2, ich glaube, das ist der Bereich, wo wir dann eher am nächsten sind. Und der muss irgendwie beieinander sein, aber... Descent Node ist schon mal 0,0. Das ist schon mal super. Wir sind also immer noch auf der gleichen Höhe mit ihr. 180 haben wir. Und das hier sind irgendwelche Marker, glaube ich. Intersect 1 und Intersect 2. Sieht eigentlich schon ganz gut aus, oder wie? Ja, aber das wird der Dralo mir nochmal genau sagen müssen, weil ich bin dann doch leicht überfordert. Mein Lehrmeister muss mir ja da nochmal genaue Infos geben, was ich falsch mache oder was ich richtig mache. So, und da das 136.000 jetzt sind, machen wir weniger, das ist nicht mehr viel, machen wir jetzt hier einen Cut und ich hoffe, dass ich dann nächstes Mal hinkriege. Und jetzt muss ich dann wahrscheinlich auch schnell zusehen, dass ich hier die Apoapsis und sowas wieder größer kriege, damit ich nicht immer näher komme. Gut, okay, aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.